Dem Preisträger des Auszeichnung, den Schauspieler und Regisseur Herrn Til Schweiger, zeichnen wir aus mit dem höchsten kannibalistischen Orden in Bayern. Mit folgender Begründung. Til Schweiger gehört zu den bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspielern. Begeistert und beeindruckt seit über 20 Jahren ein Millionenpublikum. Der bewegte Mann glänzt durch seine komödiantischen schauspielerischen Leistungen ebenso wie für die valentinesken Wortfindungen seiner Filmtitel wie Kleinohrhasen, Zweiohrhasen oder Coco Bell. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Kleinohrhasen. Was? Sein größter Fehler. Ich übergebe Ihnen das Wort. Guten Abend. Also erstmal möchte ich mich bei meinem Freund, auf den ich so stolz bin, Heiner Lauterbach, so bedanken für diese wunderschöne Laudatio. Es war die schönste Laudatio, die ich bisher bekommen habe. Trotz der vielen Bambis. Nee, ist wirklich so. Vielen, vielen Dank. Also, vielen Dank. Ich habe auch eine kleine Rede geschrieben. Die kann ich leider nicht so akkurat und so wie Heiner, wie lange hast du dafür eigentlich geübt? Weil die war ja auswendig vorgetragen. Fast. Also, du hast nur einmal runtergeguckt. Jedenfalls, ich kann das nicht. Ich lese meine jetzt vor. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Heiner, vielen, vielen Dank. Als ich gehört habe, dass ich hier in München den Karl-Valentin-Orden bekomme, habe ich mich riesig gefreut. Viele wissen ja, dass ich nicht nur großer Bayern-München-Fan bin, sondern auch alle meine Filme in München mische. Die Tonebene und damit der letzte Feinschliff von Filmen wie Barfuß, Kleinohrhasen und jetzt gerade Coco Bell 2 sind in München entstanden. Jeder Mucks, den Sie im Kino hören, hat die gute bayerische Luft geatmet. Und das hört man. Wer mich kennt, der weiß, wie wichtig mir die Tonmischung ist. In München ist sie einfach am besten und das stimmt. Als ich dann noch gelesen habe, wer den Preis schon vor mir bekommen hat, war ich so richtig begeistert. Unter vielen bekannten Namen, so große Humoristen wie Rudi Carrell, Loriot, Harpe Kerkeling und natürlich der Papst. Die haben... Das musste jetzt sein. Das ist Timing, ne? Ja, stimmt. Die haben wohl überlegt, wer solche Filmtitel vergibt, muss auch ein großer Karnevalist sein. Aber so einfach ist das gar nicht. Wie Karl Valentin gesagt hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Versuchen Sie mal Warner Brothers USA klarzumachen, dass Sie einen Film Kleinohrhasen nennen wollen. Die haben gedacht, jetzt geht's zu Ende. Aber wie hat Karl Valentin schon gesagt, das Ende ist der Anfang von der anderen Seite. Sie wissen ja, Karl Valentin, Valentin gesprochen mit hartem V. Seine Begründung, es heißt ja auch Vater und nicht Vater. Mein Zweitname ist übrigens auch Valentin, aber mit weißem V. Das heißt ja auch nicht Blumenphase. In den Kritiken lese ich oft, Schweiger spielt mit, schreibt Drehbuch, ist Regisseur und Produzent. Der Mann macht einfach zu viel. Karl Valentin war auch Autor, Darsteller, Regisseur und Produzent. Darum halte ich es mit ihm. Ich weiß gar nicht, was die Kritiker da alles finden in meine Sachen. Ich will doch bloß, dass die Leute lachen. Denn Humor ist das Einzige, was im Leben wirklich zählt. Lachen ist das, was uns Menschen ausmacht. Lachen ist das Schönste auf der Welt. Genießen Sie es. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen lustigen und schönen Abend. Nochmal, lieber Heiner, tausend Dank für deine tolle Rede. Liebe Nahalla-Gesellschaft, vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Meine sehr verehrten Herren, Heiner Lauterbach, Til Schweiger, wir haben noch für Sie Blumen vorbereitet.